Lichtpunkte schillern im Dunkeln. In goldener Schrift. Deutscher Filmpreis. Lola Talks 2023. Ein Junge mit kurzem Haar, blauen Augen und Sommersprossen vor einem Plattenbau, in einem Skatepark und auf einem Balkon. Als Animation. Er bricht durch die Eastside Gallery. Im Gefängnis. Ein verschwommener türkisweißer Hintergrund mit der Lola-Statue. In weißer Schrift. Bester Dokumentarfilm. Kalle Kosmonaut. Im Gespräch. Crewmitglieder im Videocall. Ich bin Tine Kugler, Produzentin und Regisseurin von Kalle Kosmonaut. Günter Kurz, Regisseur, Produzent, Kameramann und Cutter für diesen Film. Ja, hi, ich bin Kalle und der Protagonist von Kalle Kosmonaut. Ich bin Patrick Feigl, einer der Originaltonmeister des Films. Ich bin Alireza Derwisch, ich bin Animationsfilmemacher und Maler und in Kalle Kosmonaut habe ich als Animator habe ich diese Film gemacht. Mein Name ist Philipp Bradatsch und ich habe die Filmmusik gemacht für Kalle Kosmonaut. Ich weiß nicht, wie es angefangen hat, die ganze Geschichte mit mir. Wie in einem Kaleidoskop drehen sich das Straßenschild Allee der Kosmonauten, der gezeichnete Kalle im Profil und eine mit Blumen bemalte Fassade. Kalle als Kind, Teenie und junger Erwachsener. Die Videokonferenz. Ja, unser Film ist vor allem eine sehr lange Reise. Es ist eine Reise über 10 Jahre. Es ist Kalles Geschichte. Es ist seine Geschichte seiner Familie und seines Viertels im Berliner Osten. Und das Interessante ist ja, als wir angefangen haben, hatten wir gar kein festes Thema. Wir hatten auch niemanden, den man kennt, aber wir hatten den Kalle. Also wir hatten dich als 10-jähriges Kind und wir fanden einfach, du bist was ganz Besonderes. Und dann hast du angefangen, uns so nach und nach in deine Welt mitzunehmen. Und ja, also Kalles Leben von 10 bis 20 war unser Drehbuch. Also so kann man das, glaube ich, sagen. Und wir wollten einfach immer wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, mit der Zeit war es dann Normalität für mich. Es war gar nicht mehr schlimm. Es war so, als würde ich so ganz normal durchs Leben laufen irgendwie. Aber ich muss sagen, ich vermisse die Zeit dennoch irgendwie, weil wir hatten so schöne Momente zusammen, auch als Team. In einem beengten Zimmer mit orangener Tapete und raumhohen Schränken. Kalle und ein Kurzhaariger, der Freund der Mutter, in Hemd und Schlips. Neben ihnen ein Eckregal. Darin Motorradmodelle und das gerahmte Foto einer Frau in Bluse mit Schulterpolstern. Die Mutter, eine füllige Brünette, richtet den Schlips ihres Freundes. Kalle checkt seinen Look vor dem Spiegel. Festlich gekleidet betritt er einen Aufzug. Als wir angefangen haben zu drehen, da waren es eher so Familienbesuche, würde ich sagen. Wir sind bei euch vorbeigekommen und haben uns gegenseitig kennengelernt. Und irgendwann mal sind wir dann auch mit Kamera gekommen. Und weil du uns so bereitwillig von dir erzählt hast, war der Einstieg gar nicht schwer für uns, mit der Kamera auch dein Leben zu begleiten. Und der erste wirkliche Termin war, glaube ich, den wir unbedingt dabei haben wollten, war deine Jugendweihe mit 14. In der Küche. Kreis der Erwachsenen aufgenommen. Und ob du aufgenommen wirst, das bestimmen wir. Kalle raucht. Wir sind schon erwachsen. Die Mutter auch. Ich habe mich immer gefreut, ehrlich gesagt, wenn wir nach Berlin gefahren sind und ich wusste, dass der Kalle mit dabei ist, weil du einfach ein Geschenk bist für die Kamera, würde ich sagen. Kalle schmunzelt. Du hast ein gutes Timing, du hast einen guten Humor. Du weißt, wenn die Kamera läuft, dann ist ein guter Moment für dich, was aus deinem Leben zu zeigen. Wir haben oftmals auch überlegt, ob wir nicht selber auch Ideen mitbringen, was wir gerne drehen wollen würden mit dir. Du hast uns erzählt von dir. Und dann haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie wir das einfangen können. Und als wir dann aber in Berlin waren, hast du gesagt, nee, das machen wir doch nicht, das ist uncool. Und dann hattest du aber oftmals sehr viel bessere Ideen oder viel authentischere Ideen. Und darauf haben wir uns dann konzentriert am Ende. Und so habe ich dann auch die Kameraarbeit begriffen einfach, dass man wenig planen kann und will, sondern einfach auf sich zukommen lässt und die schönsten Momente von ganz alleine passieren. Du bist irgendwo drinnen. Ich bin noch so drin, ich bin wirklich draußen am See. Was ist das für aussichtlich? Am Handy. Ich kann dir auch meine Freundin geben, ich bin wirklich am See. Was gibst du mir bitte? Ja, Schatz, meine Mom. Wo ist der? Wir sind beide am See. Sie grinst. Nee, bei den Vögeln habe ich so noch nie gehört. Er feigst und raucht. Überlege, wie du mit mir umgehst, ja, Pascal? Ja. Noch hat er die Füße unter meinem Tisch. Er schaut auf seine Füße. Ja, du hast schon richtig gehört. Was ich eben auch ganz schön finde an der Szene, deswegen haben wir sie auch ausgewählt, ist, dass nach dem Gespräch am See geht es ja von dem See
über die Natur, auf den Balkon, in eine andere Ebene und eine andere Welt. Also wir haben in dem Film eine reale Welt, das ist Kalles Welt, bei der wir dabei waren. Und es gibt eben auch eine zweite Ebene, weil wir irgendwann festgestellt haben, dass du uns so viel Geschichten erzählst und dass es so viel auch um Gefühle und innere Zustände geht, dass es eben auch eine innere Welt gibt, die wir irgendwie zeigen wollten. Und deswegen haben wir eben angefangen, mit den Animationen zu arbeiten. Und über den Leuchtevogel auf dem Balkon sieht man eben, finde ich, ganz schön, wie so eine Welt sich mit der anderen verbindet. Ich bin irgendwie so mit der Straße gewachsen, sage ich jetzt mal. Animierte Bäume wachsen. Ein Straßenjunge. Sie wechseln die Farben. Da ist eine ganz wichtige Brücke, die Musik. Und vielleicht kann ich mal jetzt zu Philipp geben. Gerne, also generell habe ich, glaube ich, so gearbeitet, dass ich mir so wenig wie möglich vorher überlegt habe. Also es war ein bisschen das Risiko dahinter, aber ich glaube, das passt ja auch ganz gut zu dem Film, der ja auch irgendwie viel so auf Echtheit und Authentizität irgendwie fußt. Und es war bei der Szene eigentlich so wie bei allen Szenen, dass wir uns die Szenen im Studio ein paar Mal angeschaut haben und ich dann einfach dazu gespielt habe. Und viel passiert, glaube ich, auch über den Sound. Also ich meine, die Musik hat, glaube ich, ab und zu so ein bisschen so eine Härte, weil das ja auch passt zum Thema. Aber dadurch, dass wir eben ausschließlich mit analogem Equipment gearbeitet haben, haben wir so eine Wärme, finde ich, reingebracht. Animiert? Und ich finde, das nachts gibt dann so insgesamt so ein ganz stimmiges Bild. Mit Rumflasche und Schoko-Weihnachtsmann steht der kleine Kalle vor einem Polizisten. Auf einer Handfläche wird eine blaue Pille mit Smiley immer größer. Der ältere Kalle lehnt die Hand an eine riesige Mauer. Schwarze Vögel fliegen hindurch. Risse in der Eastside Gallery. Ich finde, ihr habt da alle drei ganz toll zusammengearbeitet. Der Günther, der den Schnittrhythmus vorgegeben hat. Und dann hast du, Philipp, da ist man in dieser Szene am See, die so belebt ist, zwischen der Kalle, zwischen den beiden Frauen, seiner Freundin und seiner Mutter. Und dann gehen sie da weg in die Tiefe. Und dann haben wir den Kalle da alleine in der Dunkelheit auf dem Balkon stehen, wie er mit diesem Leuchtevogel spielt. Und dann setzt deine Musik ein, super ausgewählt, diese E-Gitarre hier, die diese Einsamkeit unterstreicht auf dem Balkon. Und dann kommen wir in deine Animation, Alireza. Irgendwie ja, geht das total gut auf, alles. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich sage auch, die Musik hat sehr gut diese Gefühle auch mitgebracht, besonders wo später wir gehen in andere Szene, wo die Drache ist, mehr Fantasie ist und auch die Szene ist, wo die Expression ist. Die, sagen wir, ich habe versucht zu symbolisieren die Situation, nicht eins und eins, wie die Material im Film ist, auch zeigen, sondern die Gefühl von Kalli in Art von Animation, wo die Möglichkeit gibt, das auch erzählen und auch seine Umgebung und seine Welt, sagen wir. Und die Gefahren, was er erlebt und auch diese symbolische Springen, dass er als 10-jähriges Kind springt und auf einmal wir sehen ihn als ein Teenager, als ein Junge auf der Straße weiter, müssen diese Weg auch weitergehen. Und ja, das hat sehr gute Kombination gehabt. Ich bin richtig, richtig dankbar, dass du das so cool hingekriegt hast. Ich bin sehr glücklich, hat dir gefallen. Das ist sehr wichtig. Natürlich. Es hat mir nicht gefallen, es hat mich echt inspiriert irgendwie. Es war sehr schön auf jeden Fall. Warum wir auch überzeugt waren, dass du für uns die Animationen machen solltest, bitte, war, weil du dich von Anfang an eben für die Geschichte interessiert hast, die wir zusammen mit Kalle geteilt haben oder mit seiner Familie. Und so ging es mir auch bei der Musik. Der Philipp hat den Film ja auch schon viel früher gesehen oder in Teilen schon. Und da hatte ich einfach das Gefühl, dass er genau weiß, worauf es uns ankommt und was wir erzählen wollen. Das muss man, glaube ich, oder das ist auch nicht schwer wahrscheinlich, aber ich finde, bei euch hat es besonders gut gepasst. Und deswegen bin ich froh, dass ihr das gemacht habt für uns. Die fensterlose Seite eines Plattenbaus ist komplett mit dem Gesicht eines Kosmonauten bemalt. Kalle und eine Rothaarige gehen Hand in Hand. Also ich mache ja selber Musik, aber ich hätte niemals gedacht, dass man Musik auf gewisse Situationen so krass anpassen kann. Genauso wie das künstliche Können von Alireza.
Es ist Wahnsinn. Es hat einfach so krass zusammengepasst und es hat mich so gefreut, dieses Endresultat zu sehen, weil vorher wusste ich ja gar nicht, wer macht denn die Musik und so, ne? Hab dann immer so ein bisschen davon gehört. Und dann habe ich es gesehen und dachte mir, wow. Also, ich habe mich echt voll gefreut, Mann. Das war richtig cool irgendwie. Alle lächeln. Ja, ich glaube, aber das Schöne ist ja so ein bisschen, dass wir, glaube ich, alle nicht wussten, wie es am Ende zusammenpasst, oder? Also, es war ja wirklich für alle so ein, sag ich mal, so ein leichtes Risiko, um zu schauen. Das war ja auch meine erste Filmmusik überhaupt. Also auch danke nochmal, dass ihr dieses Risiko eingegangen seid. Und also man wusste ja gar nicht, ob es dann so gut zusammenpasst. Und ich finde, am Ende ist es tatsächlich total schön, wie du jetzt schon sagst, dass sich alles so verbindet zu so einer schönen, ja, Stimmung, würde ich fast sagen. Also es ist ja eigentlich mehr so, dass der Film so ein Gefühl transportiert als jetzt, also die Geschichte natürlich auch, aber ja, also die Eindrücke, finde ich, kommen halt alle schön rüber. Kalle in Schwarz-Weiß. Kalle, weißt du noch, damals hast du irgendwie da echt verschrammt vor dem Spiegel gestanden und dich gefragt, wen siehst du, wenn du in den Spiegel guckst? Oder wen würdest du denn gern sehen? Aber das ist ja auch das Tolle am Dokumentarfilm, dass man tolle Menschen kennenlernt, dass man in Situationen gerät. Das ist technisch weniger aufwendig als ein Spielfilm dreht, als den Ton bei einem Spielfilm zu machen, wo ich manchmal mit 15 verschiedenen Mikrofonen und 10 Schauspielern und einer Band zu kämpfen habe, alles gleichzeitig, ist das Tolle am Dokumentarfilmton, dass man in der Situation ist und sich da hineinbegeben kann, in der Situation sein und teilnehmen kann und dass dann so ein Film entsteht, dass dann Situationen entstehen, die womöglich anders gelaufen wären, wenn man nicht da gewesen wäre. Der Film war für uns alle eine wahnsinnig lange Reise. Dann haben wir noch ewig lange Zeit im Schnitt verbracht und in der Postproduktion und haben da eigentlich erst so richtig gemerkt, dass es um dein Leben geht, dass du aber irgendwie auch die richtigen Fragen stellst und dass es letztlich auch irgendwie um die großen Themen geht. Also wie geht man mit Schuld um, mit Liebe, mit Familie, mit Hoffnung und dass das irgendwas ist, mit dem sich total viele Menschen verbinden können, die auch total unterschiedlich sind, unterschiedlich im Alter und so. Und diese Frage, die sich so durch den Film zieht, was ist ein gutes Leben, das verbindet total viele Menschen. Und das fand ich wahnsinnig schön zu sehen. Also, dass da draußen so viele Leute sind, die sich irgendwie auch mit dir verbinden können und deinem Leben und ein totales Interesse dran haben und sich dann eben auch selber ganz viele Fragen stellen. Also, das war echt super schön. Und noch dazu die Tatsache, dass wir 10 Jahre hatten, um uns nahe zu kommen und dass das anscheinend auch funktioniert in 100 Minuten, dir und deinem Leben nahe zu kommen. Das fand ich eine total schöne Erfahrung. Für mich war die Erfahrung halt auch schön, dass das so viele Leute sich mit mir verbinden konnten, obwohl ich mein Leben lang das Gefühl hatte, dass ich es niemandem recht machen kann, dass ich irgendwie alleine dastehe und also mit meinen Problemen. Und auch auf der Reise habe ich gesehen, dass ich gar nicht so alleine bin. Ich hätte damit niemals gerechnet, auch dass wir mit dem Film in so eine Reichweite schießen oder überhaupt, also dass wir im Kino laufen, hätte ich niemals damit gerechnet. Und jetzt sind wir nominiert. Für den Filmpreis. Sehr krass. Nachts auf dem Balkon. Kalles Mutter und ihr Freund mit Rakete. Und rennt für Kalle. Die sprüht Funken und fliegt los. Vor türkisweiß im Hintergrund. Deutscher Filmpreis. 12. Mai 2023. Im ZDF und Livestream. Lola Talks. Ein Projekt der Deutschen Filmakademie. Leitung Anne Lepin und Maria Köpf. Vielen Dank für die Unterstützung an BKM, ZDF und Kino Blindgänger.